Moin moin und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships und zu einer neuen Runde How Can I Stop Being a Loser? Nachdem ich im letzten Clip zu hören bekommen habe, du hast Glück gehabt, dass du im richtigen Team warst, zeige ich euch heute, was ihr machen könnt, wenn ihr im falschen Team seid. Wir haben 4 Zerstörer, 4 Kreuzer und 4 Schlachtschiffe pro Team. Das ist sehr schön ausgeglichen. Das Ganze im 10er-Bereich. Ich bin mit der Gearing unterwegs. 10er Zerstörer der Amerikaner. Als Gegner habe ich 2 Shimakaze, Fletcher, Kiev. Das ist ganz gut. Minotaur, Hindenburg und Run sind schöne Schiffe. Die können schön viel Feuer machen. Aber auch wir haben Des Moines, Tsau, Mogami. Also auch da ist noch viel Feuer drin. Ich bin relativ nah bei B gestartet. Also attackiere ich als erstes auch B. Die Shimakaze kommt mit mir mit. Das ist sehr schön und unsere Yugumo, ein weiterer japanischer Zerstörer, entscheidet sich Richtung C zu fahren, also perfekt verteilt. Nur unsere Z23, deutscher Zerstörer, hat sich entschieden, erstmal in die Mitte zu fahren. Das ist das Beste, was man mit dem Zerstörer macht, erstmal weit weg von den Caps bleiben. Ja, der Rest des Teams, seht ihr, ist noch ein bisschen in Warteposition und unsere 3 Kreuzer, die rechts gestartet sind, fahren erstmal Richtung Mitte, anstatt die Yugumo auf C zu unterstützen. Sehr ungünstig für die Yugumo. Extrem ungünstig sogar. Ich kann mich jetzt aber da nicht drum kümmern, muss mich jetzt erstmal um B kümmern. Wir haben hier im Gegnerteam die Kiev, die ihrerseits B attackiert und verhindern möchte, dass B in unsere Hände fällt. Und nun gilt es, der gleich mal ein bisschen Feuer zu machen. Aber da sie hier genebelt hat, weil sie nun mal offen war, wäre es jetzt sinnlos gewesen, da Feuer drauf aufzunehmen. Ich werde jetzt nach links fahren, die Shimakaze nicht daran hindern, dass sie ihre Torpedos eventuell los wird. Aber meinerseits sind meine Torpedos ready. Kiev hat ihren Nebel gezogen und es ist ein beliebtes Spiel von DD-Fahrern, dann stur in dem Nebel stehen zu bleiben. Also decken wir den mit Torpedos ein. Die Gearing hat ja doch ein paar davon. Mittlerweile bin ich auch offen. Da ist der Grund dafür, die Shimakaze, und dann kriegt sie doch zur Begrüßung mal ein paar Granaten rübergeschickt. Und die sitzen auch, machen ihren ersten 600 Damage. Die zweite Salve sitzt etwas besser mit 1782 und da ist sie auch schon wieder zu. Hat sich nämlich gespart zurückzuschießen. Aber meine Torpedos laufen noch. Vielleicht habe ich ja Glück und erwische die Shimakaze oder die Kiev, eins von beiden. Und da ist es die Kiev, sie ist tatsächlich in ihrem Nebel stehen geblieben, hervorragend, musste aber leider Gottes für meinen Teil auch das Captain von B aufgeben, musste da rausfahren, so nah dran, offen ist es doch zu gefährlich. Die Yugumo oben bei C hat leider Gottes gegenüber der Shimakaze den Schwanz eingekniffen, hat gesagt, nö, ich bin hier alleine und da ist ein DD, da mache ich mal gar nichts, da fahre ich von weg. Außerdem hat der noch die Hindenburg dabei sich, das will ich nicht. Sehr, sehr schade, dadurch fällt jetzt A an den Gegner und C wird auch an den Gegner fallen. Fehler lag hier natürlich auch bei den Kreuzern, die in keinster Weise bereit waren, obwohl sie da oben gestartet sind, hier die Yugumo zu unterstützen. Und jetzt haben wir das Typische, wir haben eine riesen Rudelbildung im Startbereich. Mogami, North Carolina halten sich sehr weit hinten. Der Rest ist wenigstens etwas weiter vorgefahren, sodass man davon ausgehen kann, dass sie vielleicht wenigstens ein bisschen schießen. Aber hier sieht man es noch, hier fährt mir sogar noch die Atago in eine Seite, weil sie fluchtartig die Beine in die Hand nimmt und von C wegfährt, beziehungsweise von B wegfährt, hat sie wohl Schiss, dass sie ein paar Punkte lassen könnte, obwohl auch gerade die Atago ja hochheilen kann. Sehr, sehr schade. Dadurch gehen wir jetzt punktetechnisch sehr weit ins Hintertreffen und nun könnte ich natürlich als DD-Fahrer sagen, ach, dann scheiß doch drauf, das Team spielt hier Rudelbildung, ne? Wollen sich alle gegenseitig mal anfassen und das alles auf einem Quadrat. Ich mache hier jetzt gar nichts mehr. Oder ich kann das machen, was meinem Spielstil etwas näher kommt. Jetzt erst recht. Also, die Ruhm beschossen, während ich wieder Richtung B fahre. Vorher würde ich der Ruhm gerne noch ein paar einschenken. Links laufen Torpedos. Ich muss also eh ein bisschen weiter ausholen. Und dann werde ich meinerseits die Shimakaze und die Z23 in B wieder supporten und zusehen, ob wir B kriegen. Ja, da C nun an den Gegner gefallen ist und die Yugumo lieber direkt in den Gegner reinfährt, das sieht man da schön bei D6. Ja, wenn er so hart attackiert, dann hätte er auch die Shimakaze attackieren können. Das ist also auch
Ein zweiter Riesenfehler. Hab keine Angst vor dem Gegner. Versucht es wenigstens. Wenn es dann schief geht, dann ist es halt schief gegangen. Aber seinen Arsch zu retten, das Cap aufzugeben und dafür dann jetzt so in den Gegner da reinzufahren, beziehungsweise dort an der Insel jetzt zu parken, das ist es dann auch nicht. Das kann es nicht sein, meine Lieben. Das bringt nichts. Die North Carolina ist mittlerweile das letzte Glied in der Kette. Ganz, ganz weit hinten. Auch die Mogami hält sich sehr weit hinten. Zao und Atago sind auch nicht bereit, mal Richtung Caesar hochzufahren. Also sehr ungünstig. Aber der Friedrich, der fährt jetzt hoch. Das heißt also, meine Wenigkeit wird jetzt hier nochmal kurzfristig B attackieren. Dort Torpedos reinsetzen. Und da der Friedrich nun mal sehr nah bei C dran ist, kann er mir helfen. Oh, hier habe ich eine Yamato. Dann wird hier nochmal Nebel gezogen, um die Yamato vor Beschuss in Sicherheit zu bringen und sie hier ein bisschen zu verstecken, während sie hier so dicht an B dran ist. Damit haben wir jetzt hier zwei Schlachtschiffe, zwei Zerstörer bei B, nach wie vor keinen Kreuzer, aber was soll's. Und dann werde ich jetzt zu C hochfahren. Da, von da seht ihr auch, kommt ein schöner Torpedoteppich. Und das ist der Punkt, an dem es nämlich jetzt interessant wird, meine Lieben. Wenn ihr seht, dass ihr so ein Team habt, dann klemmt die Arschbacken zusammen, verzweifelt nicht, sondern guckt, wo ihr am besten angreifen könnt. Selbst wenn es dann schief geht, habt ihr wenigstens was getan. Die Yogumo, seht ihr, die steht jetzt oben auf D5, völlig falsch. Geht den Gegner nur für eigene Punkte an, aber das Cap angehen, das will sie nicht. Und da ist einfach ein Fehler. Ihr verliert die Punkte, meine Lieben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Yogumo da oben jetzt irgendwas erreichen kann? Vielleicht trifft sie ein, zwei Torpedos, die sie noch irgendwo reindrücken kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie da oben stirbt, ist wesentlich höher als alles andere. So, da haben wir eine Shimakaze, die hat erstmal ein bisschen was auf den Arsch gekriegt. Muss jetzt aber ein bisschen weiter nach rechts weggehen, damit ich an die Hindenburg irgendwie rankomme. Und vor allen Dingen auch nicht gleich in ihr Schussfeld gerate. Oben ist die Yogumo selbstverständlich geplatzt, gar keine Frage, wenn man sich so dicht an die Kreuzer ranwagt, muss man nicht sich wundern, wenn man platzt. Unsere Yamato ist momentan das Einzige, was B angeht. Alle anderen haben sich wieder zurückgezogen, lassen die Yamato da einfach verrecken. Das ist natürlich auch jetzt extrem ungünstig, aber jetzt muss ich erstmal was für C tun und gucken, dass ich die Hindenburg da irgendwie rausfeuere. Auf der anderen Seite, sobald die Hindenburg offen ist, ist natürlich eine Riesenchance, dass der Friedrich der Große darauf schießen wird. Das ist nun mal normal. Die Leute schießen immer erst auf das Ziel, das sie am nächsten haben, das sie am einfachsten treffen können. Und da passiert's auch, der Feuerzauber feuert die Hindenburg mit einer Salve komplett raus, schickt sie in den Hafen. Das macht mir die Sache hier auf 10 natürlich wesentlich einfacher, da ich mich jetzt nur um die Shimakaze kümmern muss und nicht auch noch um eine Hindenburg. Und damit sind für mich gerade die Chancen, C zu erobern, wesentlich größer geworden. Aber unsere Yamato ist aus B auch rausgefahren, blockt somit B nicht mehr. Das ist aber etwas, da muss ich mich später drum kümmern. Hier sieht man schön rechts die Torpedos der Shimakaze. Damit hat sie die auch schon mal raus, das ist für mich sehr gut. Auch das macht mir die Sache noch etwas einfacher, dass sie ihre Torpedos hier rausgeschickt hat. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Schauen, wo sie sich hier im Nebel versteckt. Ich bin entdeckt. Das heißt, sie ist nicht mehr im Nebel. Da ist sie aufgegangen. Zeigt wie hier schön die Breitseite. Also kriegt sie jetzt Feuer. Und da schlägt auch die erste Salve gleich richtig ein. Holt ihr den Motor raus. Der Friedrich hat auch nur drauf gewartet. Hat auch nochmal eine Salve hingeschickt. Motor reparieren kann sie anscheinend nicht. Nein, sitzt da jetzt, spielt Sitting Duck. Besser geht's für mich gar nicht. Holt mir jetzt auch den Motor weg, aber was soll's. Ich brauche hier keinen Motor, ich brauche jetzt Treffer. Nochmal 2000. Und eine finale Salve und damit ist die Shimakaze raus. Und ich kann C jetzt endlich für mein Team einnehmen hier. 235 zu 655 steht's. Wenn man auf die Minimap guckt, sieht man immer noch Zao, Atago und Mogami bilden mit der Shimakaze zusammen da oben einen Rudel. Sind nach wie vor nicht bereit, irgendwas auf den Caps zu supporten. Und wenn sich eine komplette Gattung, in diesem Fall die Kreuzer, so aus dem Kampf rausholen, hat man es natürlich schwer. Aber schwer hin oder her, wir wollen das Match gewinnen. Oder zumindest das Beste geben.
Und daher stehe ich jetzt hier in C. Und so wie es aussieht, kann ich das jetzt auch endlich für unser Team einnehmen. Damit haben wir das erste Cap dann für unser Team. So, Torpedos auf die Ruhen. Sobald ich das Cap eingenommen habe, werde ich schießen, aber natürlich erst, wenn ich es eingenommen habe, damit er nicht durch einen Glückstreffer hier vielleicht nur das Capen verhindern kann. Das ist jetzt soweit. Und jetzt gibt's Feuer für die Rune in der Hoffnung, dass sie hier reindreht und meine Torpedos dementsprechend voll mitnimmt. Das passiert auch. Das macht sie gut. Sie dreht schön ein. Plan ist aufgegangen. Jetzt muss sie nur noch in die Torpedos reinfahren. Das macht sie nicht. Sie fährt sehr langsam. Gut, dafür zeigt sie mir dann die Breitseite. Das nehme ich auch dann hin. Wie auch immer, ob nun Torpedo oder Breitseite. Hauptsache, sie kriegt Damage. Und da schlägt wenigstens ein Torpedo noch ein. Macht knappe 15.000 Damage. Und durch den Beschuss konnten wir auch noch ein bisschen was wegnehmen da. 3.000 Punkte hat sie jetzt noch. 2,7. Die Punkte rattern nach unten. Sehr schön. Und da haut der Friedrich der Große nochmal rein und nimmt die Runen raus. Sehr schön. So, C gesichert. Schimakase raus, Hindenburg raus, Rhön hier oben raus. Hat sich der Angriff auf C doch gelohnt, auch wenn wir dafür B aufnehmen mussten. In der Zeit haben wir die Yamato leider Gottes verloren. Und ihr seht, unsere drei Kreuzer sind immer noch auf H7 in einem einzigen Quadratkästchen. Und nicht bereit, hier die Caps anzugehen. Wenn ich mich jetzt auch dafür entschieden hätte, dann wäre dieses Spiel schon lange verloren. So konnte ich das Team im Spiel halten. Und jetzt haben wir nur noch zwei Zerstörer und ein Schlachtschiff im Gegnerteam, was über ist. Und die Chancen stehen jetzt wesentlich besser, dass wir dieses Match doch noch gewinnen können. Also, Kopf in Sand stecken, beziehungsweise Sitting Duck irgendwo spielen und sagen, ich mache dann auch nichts, wenn ihr alle nichts macht, bringt überhaupt nichts, dann bewegt euren Arsch, tut was für euer Team, für euren eigenen Sieg ja nun schließlich auch und schaut, wo ihr trotzdem nochmal die Caps attackieren könnt, anstatt dass ihr einfach sagt, ich mache nichts mehr oder noch viel besser, das spiele ich doof, ich spiele das Spiel nicht mehr, weil alle nicht tun, was sie sollen, ja, dann macht ihnen vor, wie es besser geht. Weil keiner hat auf Dauer Spaß am Verlieren. Und insofern muss man vielleicht den anderen nur zeigen, wie man es besser macht oder wie es besser geht. Selbst wenn ich das Spiel jetzt verlieren würde, hätte ich immer noch sagen können, ich habe wenigstens was getan. Und das Spiel hatte schon verdient, dass man vielleicht die anderen dann doch mal dazu kriegt, mehr zu machen. Hier in dem Fall hat es natürlich auch sehr geholfen, dass der Friedrich dann da oben mit hochgefahren ist auf C. Es war ein Riesenhandicap, dass die Kreuzer hier nicht mit vorgefahren sind. Aber jetzt hat die Shimakaze dann B auch noch für uns gesichert. Die Bismarck ist rausgenommen worden von der Shimakaze. In der Zeit hat die Bismarck aber unsere Mogami weggefeuert. Hat er auch nicht anders verdient in meinen Augen, aber das steht auf dem anderen Blatt. Es ist schade, dass die Kreuzer hier durch ihr sehr defensives Verhalten und ihr eigen... Sie haben ja nur danach geguckt, wo sie ihren eigenen Damage verbessern können und nicht, was fürs Team gut wäre. Insofern wäre es schön, wenn das nicht so belohnt werden würde über die Damage-Schiene. Aber das liegt nicht in meinem Ermessen. Das muss Wargaming sehen, wie sie Punkte belohnt. Ich finde, aktives Vorfahren sollte viel mehr belohnt werden. Dann würden einige auch nicht so sehr auf ihren Damage gucken. Ich bin jetzt nochmal auf der Suche nach den beiden letzten Zerstörern. Daran sieht man schon, dass die Kreuzer viel zu weit weg sind, weil sie eben nicht nach den Zerstörern hier suchen können. Bin entdeckt, da haben wir die Shimakaze des Gegners, hat noch 3200 Punkte. Gibt jetzt einmal links daneben und nochmal rechts daneben. Da haben wir einen Treffer und einen Ausfall und noch einen Treffer. Sehr schön, Shimakaze auch auf meinem Konto. Damit konnte ich drei Zerstörer schon mal rausnehmen und auch an der Fletcher bin ich nah genug dran, um sie unter Feuer zu nehmen. Nebel mich hier jetzt nochmal ein. In der Hoffnung, die anderen halten ihn offen. Aber da geht er zu, also wieder raus hier aus dem Nebel. Weiter das Feuer auf die Fletcher aufrechterhalten. Die Kreuzer schießen nach wie vor nicht drauf, können sie nämlich auch nicht, ist zu weit weg der Bengel. Da hat er jetzt einen Motorschaden, sehr schön. Nochmal schön einen in die Seite. Durch den Motorschaden ist er schön
Langsam, hier laufen nochmal seine Torpedos an mir vorbei. Ich kann weiterschießen. Und damit habe ich den letzten auch noch raus. 4 Zerstörer von 4 Zerstörern auf meinem Konto. Und das Spiel schlussendlich noch gedreht. 176 Zieltreffer. Lediglich 2 Torpedotreffer ist natürlich auch schlecht für meine Schadensstatistik, wenn ich hier nur Caps angehe und Zerstörer angehe. Nebenbei die Elite-Auftragslage hier ein bisschen verbessert. Feines Arbeiten. Schauen wir mal in die Teamwertung, was dabei rausgekommen ist. Gab Platz 1 mit einer Erfahrung von 2644 und das weit vor den Kreuzern. Ja, es ist doch schade, dass die Mogami und die Zao auf Platz 4 und 5 hier gelandet sind. Atago Platz 7 da und ein Dämon nochmal dahinter. Also ganz, ganz schlimm. Vernichtender Schlag und das ist nur ein Kratzer gegen ans Gegnerteam. Dazu Glückwunsch. Aber ihr seht, wenn man das Heft dann in die Hand nimmt, kann man auch noch ein bisschen mal was drehen hier. 33.000 durch HE-Beschuss an Damage gemacht, knapp 34.000 durch AP-Beschuss ist zu vernachlässigen mit 8.800, 28.000 durch die Torpedos und nochmal 10.000 und ein paar zerhackte durch Brände und Wassereinbrüche. Macht nur 81.000, knappe 82.000, aber wie gesagt, ich bin auch nicht dazu da, auf Schlachtschiffjagd zu gehen, sondern erstmal die Caps zu attackieren. Von ganzen 120 Eroberungspunkten gehen 50% alleine zu meinen Lasten. Ja, da kann man dann auch sehen, wie weit das Team sich doch von den Caps hat ferngehalten und wie schlimm das doch ist, wenn man die Caps so vernachlässigt. Da muss man dann das Glück haben, dass man jemanden hat, der wirklich das Heft in die Hand nehmen will und der nochmal ein bisschen was machen will. 302.000 Punkte gab's. Hier gab's wesentlich viel freie Erfahrung. Das liegt aber an der Papa-Papa-Flange. Und 6.000 Punkte für Schiff und Kapitän. Das Ganze mit Premium-Konto. Ohne Premium-Konto hätte das auch noch sehr ordentlich ausgesehen für ein 10er-Spiel. Aber darum ging es ja jetzt erstmal nicht. Hier geht es darum, was tut man, damit man nicht jedes Match verliert und nicht dem Spiel dann auch den Rücken kehrt, weil man sich von anderen vielleicht den Spielspaß hat verderben lassen. Man sollte, denke ich mal, doch in vielen Fällen daran mal arbeiten, was kann ich selber noch tun, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt. Und man sollte viel, viel sein eigenes Verhalten überdenken. Wenn ich mit meinem Kreuzer nur hinten stehen bleibe und nur auf Entfernung auf Schlachtschiffe schieße, wenn ich mit meinem Zerstörer nur auf Schlachtschiff und Flugzeugträger Jagd gehe, weil ich unbedingt dem meine Torpedos reinjagen zu müssen, dann darf ich mich nachher nicht wundern, wenn das Team 3 Caps an den Gegner abgegeben hat und nichts passiert ist und ich das Match sogar verliere, weil ich nicht mal in der Lage bin oder in genügend Zeit habe, Torpedos auf die Schlachtschiffe abzuschießen. Gut, also jetzt habt ihr mal gesehen, was man machen kann, damit es auch andersrum läuft. Ich hoffe, ihr könntet was für euch mitnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß im Spiel und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.